Guten Abend allerseits. Heute heiße ich euch mal wieder in der Freien und Hansestadt Hamburg willkommen. Mehrere Zuschauer haben den Wunsch geäußert, dass ich nicht immer nur Altes, Verfallenes zeige, sondern auch mal Neues, Modernes. Und deswegen gibt es jetzt sogar brandneues zu sehen, nämlich den Umsteigeknoten Hamburg-Elbbrücken. Hier existiert seit Ende 2019 eine Verknüpfung von U- und S-Bahn, die gleichzeitig den östlichen Teil der entstehenden Hafen City an die große, weite Schienenwelt anbindet. In diesem Film werde ich aber nicht bloß die taufrischen Anlagen präsentieren, sondern deren gesamtes Umfeld. Es geht also auch um die quasi mitten hindurch führende Fernbahn, die Hafen City und einige Blickwinkel, bei denen doch noch das alte Hafenflair durchschimmert. Zunächst einmal soll uns diese Karte zeigen, wo wir uns überhaupt befinden. An der Ostspitze der Hafen City. Nur echt mit Binnenmajuskel. Die von Süden kommende Fernbahn, die sich in die Äste zum Hauptbahnhof und in Richtung Rothenburgsort gabelt, ist schwarz dargestellt. Die S-Bahn rot, die U-Bahn blau und gestrichelt, weil unterirdisch. Und mit letzterer fange ich auch an. Die U-Bahn-Linie 4 verläuft von Billstedt über Berliner Tor und den Hauptbahnhof zu den Elbbrücken. Ab dem Jungfernstieg nutzen die im 10-Minuten-Takt verkehrenden Züge eine via Überseequartier und Hafen-City-Universität führende Neubaustrecke, die Ende 2012 teilweise und im Dezember 2018 vollständig in Betrieb ging. Ans Tageslicht treten die Gleise erst unmittelbar vor dem Endbahnhof. Dieser verfügt über zwei 130 Meter lange Außenbahnsteige sowie ein Weichentrapez im Nordkopf und ist so angelegt, dass eine Streckenverlängerung über die Norderelbe zum kleinen Grasbrook und weiter nach Wilhelmsburg oder gar Harburg möglich ist. Derartige Gedankenspiele sind nicht ganz neu. Die benachbarte Freihafen-Elbbrücke wurde bereits 1926 so konstruiert, dass sie im ersten Stock eine U-Bahn hätte aufnehmen können. Die S-Bahn ist seit 1983 an den Elbbrücken präsent. Damals ging die Strecke zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Harburg Rathaus in Betrieb. 1984 wurde sie bis Neugraben verlängert. Seither fahren hier die Linien S3 und S31 jeweils im 10-Minuten-Takt. Bei der Wahl des Standorts für den neuen Haltepunkt gab es wenig Spielraum, denn die beiden 210 Meter langen Außenbahnsteige passen haargenau zwischen die Brücken über den Oberhafenkanal und den Billhafen auf der einen und die Norderelbe auf der anderen Seite, wobei die Gleise eine Längsneigung von bis zu 25 Promille aufweisen. Sehr schön lassen sich die Schienenauszüge an den Bahnsteigenden studieren, die die Kräfte aus der temperaturbedingten Dehnung der Brücken ableiten. U- und S-Bahnhof sind mit dem 65 Meter langen sogenannten Skywalk verbunden, der die Straße zur Freihafen-Elbbrücke und vier Fernbahngleise überquert. Gemäß der ursprünglichen Planung sollte der gesamte Umsteigekomplex 2018 in Betrieb gehen. Wegen Problemen beim Baugrund verzögerte sich die Inbetriebnahme des S-Bahn-Haltepunktes um ein Jahr. Lange vor U- und S-Bahn, nämlich schon 1872, machte sich die Fernbahn in diesem Bereich breit. 1893 wurde die Elbquerung viergleisig ausgebaut. Anfangs endeten die von Süden kommenden Gleise im Venloer bzw. Hannoverschen Bahnhof, der 1906 vom Hauptbahnhof abgelöst wurde. Unmittelbar nördlich der Norderelbbrücke existierte von 1908 bis 1944 der Haltepunkt Elbbrücke mit einem Bahnsteig zwischen dem östlichen Personenzuggleispaar, das über die Pfeilerbahn zum Hauptbahnhof führte, während die beiden westlichen Güterzuggleise unter der Pfeilerbahn hindurch in den Hauptgüterbahnhof liefen. Eine direkte Fahrmöglichkeit von Harburg nach Rothenburgsort und somit in Richtung Eidelstedt, Lübeck oder Büchen besteht erst seit 1996 mit Inbetriebnahme der Oberhafenbrücke, die das Kopfmachen im Hauptgüterbahnhof entbehrlich macht. Anstelle der ehemals umfangreichen Gleisanlagen findet sich dort heute die Abzweigstelle Erikus. Durch diese Neustrukturierung änderte sich die Nutzung der Fernbahngleise. Seither führen die westlichen Gleise auf die Pfeilerbahn, die östlichen teilen sich an der Abzweigstelle Oberhafen in Richtung Erikus und Rothenburgsort. Daneben gibt's noch die Abzweigstelle Norderelbbrücke,
die es ermöglicht, Züge vom Hauptbahnhof über den Erikus und unter der Pfeilerbahn hindurch ins südwärts führende Personenzuggleis einzufädeln. Die Pfeilerbahn selbst wird ihrem Namen nicht mehr gerecht, denn sie wurde 2008 durch eine schmucklose Betonrampe ersetzt. Wenige Monate vor dem Abriss bot sich von der Fersmannstraße aus noch dieser Anblick. Dort, wo inzwischen ein völlig neuer Stadtteil aus Wohn- und Geschäftsgebäuden entsteht, erstreckten sich bis nach der Jahrtausendwende Hafenanlagen. Rechts der Kirchenpowerkai an der Norderelbe sowie links der Pedersen- und Fersmannkai am Barkenhafen. Hier der Blick von Westen. Der Pfeil weist auf den Standort des neuen Umsteigeknotens. Das Areal der Hafen City war Teil des Freihafens Hamburg, der von 1888 bis Ende 2012 existierte und zollrechtlich als Ausland zählte, was den hier ansässigen Unternehmen finanzielle Vorteile bescherte. Eisenbahntechnisch war das Gebiet durch den Bahnhof Kai rechts erschlossen, der mit einem über die Freihafen-Elbbrücke führenden Gleis mit dem Bahnhof Hamburg Süd verbunden war. Die letzte Fahrt verkehrte 2012. 3 Jahre später wurde die Anbindung abgeknipst. Auf diesem düsteren Foto erkennt man das parallel zur Fernbahn verlaufende Zuführungsgleis, das hinter dem Güterzug den Zollzaun durchquerte. Die recht angestaubt wirkenden Hafenbetriebe waren nicht gerade ein optisches Aushängeschild für die Weltstadt Hamburg, wenn sich Bahnreisende von Süden näherten und auf der Pfeilerbahn an der Fersmannstraße entlang zuckelten. Nach 2010 wurde in diesem Bereich so ziemlich alles platt gemacht. Und nun schießt ein Gebäude nach dem anderen in den Himmel. Das ist nicht so ganz meine Architektur, weil es mich erschlägt und erdrückt. Aber ich muss hier ja Gott sei Dank weder wohnen noch arbeiten. Als diese Aufnahme kurz vor Beginn der Corona-Krise im März 2020 entstand, bot sich noch der eine oder andere Durchblick. Wer noch einen Hauch von Industrieromantik erleben möchte, kann dies nach einem Fußmarsch über die Freihafen-Elbbrücke. Am Südufer der Norderelbe, im Stadtteil Kleiner Grasbrook, steht das verlassene Überseezentrum, ein 1967 eröffnetes und 2016 stillgelegtes Verteilzentrum, das bei seiner Inbetriebnahme die weltgrößte Stückgutumschlaghalle darstellte. Im Hintergrund übrigens die Elbphilharmonie, die das westliche Ende der Hafen City markiert. Ebenso wie der Bahnhof Kai rechts war das Überseezentrum eisenbahnmäßig über Hamburg Süd erschlossen. Hier die traurigen Reste, in direkter Verlängerung die Halle des U-Bahnhofs Elbbrücken. In unmittelbarer Nachbarschaft finden sich am Saale- und Moldauhafen diese Lagerhäuser aus jenen Zeiten, in denen der Begriff Container noch keine Rolle im harten Leben der Hafenarbeiter spielte. Langfristig soll auch dieser Bereich unter dem Schlagwort Sprung über die Elbe, analog zur Hafen City, umgekrempelt werden. Ein genauer Zeitplan dafür existiert nicht. Der kleine Grasbrook hätte Karriere als Standort eines neuen Stadions und des Olympischen Dorfs gemacht, wenn sich Hamburg um die Ausrichtung der Sommerolympiade 2024 beworben und den Zuschlag erhalten hätte. Daraus wurde nichts, weil sich in einem Referendum 51,6% der an der Abstimmung teilnehmenden Hamburger gegen die Bewerbung aussprachen. Tja, so sieht er gut, rund um den neuen Umsteigeknoten Elbbrücken. Wer sich lediglich mit dem öffentlichen Verkehr in diesem Bereich beschäftigen möchte, kann sich viel Zeit lassen. Denn in dieser Hinsicht wird sich dort so schnell nichts mehr verändern. Wer hingegen von hier noch seinen Blick hinüber zu den Türmen von Hamburg schweifen lassen möchte, sollte sich sputen, bevor die Hafen City im Weg steht. Also dann, auf Wiedersehen in der Freien und Hansestadt Hamburg. Tschüss und bis bald.